Glas ist ein amorphes, festes Material und weit verbreitete Verwendung als Fensterscheiben oder Flaschen. Die bekanntesten Arten von Glas sind auf dem Silizium basiert, der Hauptbestandteil Sand und zusätzliche Bestandteile, um ihre Eigenschaften zu ändern. Die Rohstoffe werden in Öfen transportiert und in gasbefeuerten Einheiten geschmolzen. Nach den Schmelzen und Verfeinerung wird das Glas gebildet. Die obere Fläche des Glases ist zu Stickstoff unter Druck gehandelt, um eine polierte Oberfläche zu erhalten. Das fertige Produkt ist spröde, aber unter den meisten Bedingungen extrem langlebig. Glas kann durch Zugabe von Metallsalzen gefärbt sein und kann auch lackiert werden. Viele Anwendungen der Silikatgläser leiten sich von ihrer optischen Transparenz, die ist verwendet, um Fensterscheiben zu bauen. Es ist traditionell verwendet worden, um Schalen, Vasen, Flaschen, Krüge und Trinkgläser zu schaffen. In seiner festen Form hat es sich auch für Marmor und Tapete verwendet. Die Weltproduktion erreichte ein Volumen von mehr als 52 Millionen Tonnen. Die Hauptanbauländer sind China 50%, Europa 16%, die Vereinigten Staaten und Japan.